Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Episode von Batman Arkham Knight mit den beiden besten Buddies aller Zeiten, Batman und dem Joker, mitten sonst. So, und wir müssen irgendwie aus dieser verdammten Fabrik raus. Frage ist, wie? Denn das Teil geht schön langsam, aber sicher in die Luft. Kann ich hier öffnen? Ne, hier geht mal gar nichts. Joker, hilf mir mal weiter, wenn du schon hier bist. Du bist zwar anscheinend nur irgendwie in der Einbildung von mir, aber... Ja, Moment mal, ich könnte ja aber theoretisch versuchen, irgendwas mit dem Batmobil zu machen. Ach ja, Tatsache. Na, wieso will es denn nicht? Verdammte Scheiße. Ach, jetzt. Oh, mach den Scheiß auf. Dankeschön. Ich hab dich vermisst. All die Subtilität und Nuancen eines Nahtballen-Einlaufs. Ja, halt die Klappe, Joker. So, ich muss hier weg. Oh je, ganz schön enge Kurven hier. Ach du Kacke. Naja, dem Batmobil macht das nichts. Upsala. Oh Mann, ich bin verwirrt. Hier geht's raus. So, und tschüss. Oh je. Ich glaube, ein paar zerbrochene Fenster schön und gut, aber ich glaube, das zahlt die Versicherung nicht mehr. Da steigen sie wohl aus. Alfred. Gott sei Dank. Als die Explosion... Ich dachte schon, sie wären... Schon gut, Alfred. Ich konnte den Explosionsradius verringern und verhindern, dass das Toxin die Stadt erreicht. Aber was ist mit Scarecrow? Oder diesem Arkham Knight-Burschen? Sie haben Panzer, Raketen, ihre Truppen sind in ganz Gotham. Crane ist entwischt. Ich war dem Toxin ausgesetzt. Meine Güte, geht es Ihnen gut? Wissen Sie noch, was in der Anstalt geschehen ist? Schon gut. Ich hatte schlimme Symptome. Aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Klar, was gibt's? Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. Okay, wieder zurück zum GCPD. Und wie viele Aufstiegspunkte habe ich eigentlich? Noch immer zwei. Das ist noch immer zu wenig. Ganz cool bleiben. Alfred, analysiere die Milizen. Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich werde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann melden. Oh, hoppala. Ups, sorry. Habe ich ein bisschen deine Karre verbeult, aber... Mal schnell gucken, bevor wir uns wieder zurück zum Polizeiquartier machen. Was habe ich eigentlich sonst noch irgendwas zu tun? Nicht so wirklich, außer ein paar von den Herausforderungen, aber naja, die lassen wir zurzeit mal. Oh, hier gibt's auch eine. Was ist denn das? Wiederbelebend. Okay, das ist irgendwas mit Schleichen. Alles klar. Nee, aber zuerst mal zurück zum GCPD. Oh, hallo Panzer. Hoppala. Gib mir mal aus dem Weg. So, wo ist denn jetzt der dritte hin? Der singt du da rein. Hallo. Hallo? Irgendwo hinter mir, oder? Tatsache. Uah. So, und ach, den machen wir einfach so. Weg. Wow, noch mehr. Wunderbar. Der Rattler. Wer zur Hölle ist denn der Rattler? Ach, mir egal. Ach, toll, noch mehr.
Der bemerkt mich nicht. Jetzt hat er mich aber, glaube ich, bemerkt. Nee, ist aber auch schon egal. Hups. Das ist aber auch witzig. Einfach mal schön geschockt. Ach, wunderbar. Da war doch noch irgendwo ein Dritter, den will ich auch noch schocken. Der ist aber weg. Ach, schade. Na gut, bitte Türchen öffnen, dankeschön. So, und wieder mal zurück im GCPD. Der Joker ist natürlich auch schon da. Abwarten, wenn du ihm sagst, dass seine Tochter entführt wurde. Und dass es deine Schuld ist. Ja, das freut dich, hä? Das wird echt herrlich werden. Ich muss los, Batman ist hier. Was ist los, Jim? Komm schon, du machst mir Angst. Es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen. Bleib ruhig. Wir befreien sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Uhrenturm entführt. Wir müssen los. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Bats. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du es tust. Mein Gott, halt endlich mal deine Fresse. Na gut, dann folgen wir jetzt mal Gordon. Es ist gefährlich da draußen. Fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum habe ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Jim. Dinge vorhersehen ist mein Job. Als Polizist und als Vater. Das Ganze ist meine Schuld. Ich stelle mir aber auch irgendwie gerade die Frage, wäre es nicht irgendwie praktischer, wenn sich Gordon einfach zu mir ins Batmobil sitzen würde? Die Miliz. Ich mach das. An alle Kräfte, hier spricht der Arkham Knight. Ups. Oh cool, man kann sogar in Ego-Sicht gehen. Alles klar. Wo sind die jetzt hin? Die machen mir gerade ein bisschen einen Abgang, oder? Gut, ich muss aber auch sagen, ich habe mich nicht allzu clever angestellt. Und einer weniger. Fahrzeug zerstört, nur noch eins. Na komm schon, baller los. So. Hey, der fährt ja noch. Jetzt aber nicht mehr. Doch, der fährt noch immer. Alter, wie viel hält denn der aus? So. Alles cool, Gordon. Das war der letzte. Alles sauber. Es ist zu gefährlich, Jim. Steig ins Batmobil. Ich bringe uns zum Uhrenturm. Ja, endlich mal. Dankeschön. Und das hättet ihr nicht von Anfang an so machen können. Upsala, wieder viel zu weit gefahren. Ja, pack dich mal ein. Bring uns einfach in einem Stück dahin. Uns läuft die Zeit davon. Ich meine nur, war ja gerade auch wahnsinnig clever von Gordon in der Stadt, bevor in der gerade nur bekloppt unterwegs sind, die Sirene anzuschalten. Nicht so gut. Was hast du für mich, Alfred? Ich habe den Computer programmiert, die Präsenz der Miliz auf den drei Inseln zu analysieren und Daten über ihre aktuelle Stärke in jeder Zone bereitzustellen. Wie Sie sehen, unterliegt Mirgani Island starker Besatzung. Eine beachtliche Drohnenstreitkraft kontrolliert die Straßen. Founders Island ist der Stützpunkt der Miliz und wird durch Langstreckenradar und einen Raketenwerfer geschützt. Ich rate dazu, das Batmobil vorerst von dort fernzuhalten. Die verbliebenen Drohnen auf Bleak Island wurden zum Schutz des Uhrenturms ausgesandt. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Okay, also beim Uhrenturm ist starker Widerstand. Ja, kein Ding. Okay, Gordon ist jetzt bei mir. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ja, Sir. Der Evakuierungstrupp ist ausgeschaltet. Übernehmt die Drohnen am Uhrenturm. Er kommt. Manuelle Steuerung aktiviert. Ich halte ihn auf, Sir. Okay, hier ist irgendwas mit dem Riddler. Ich weiß nur nicht was. Moment mal, ich steig mal kurz aus.
Das will ich doch gerne mal untersuchen. Frage ist natürlich, wie komme ich hier überhaupt rein? Ich meine, gut, mir ist klar, ich muss da irgendwie rein. Und dann die Türen mit der Winde öffnen vom Batmobil, aber... Wie komme ich rein? Irgendwie von oben? Nee. Da hinten vielleicht. Ich glaube, da sehe ich einen Schacht, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ich habe mich doch getäuscht. Wunderbar. Hier ist ja auch nix. Hier geht auch nada. Ach, wie komme ich denn da rein? Das ist ja ein Scheiß. Was? Wer sagt denn das? Geht aus dem Weg. Ja, wunderbar. Na gut, das Ritter-Rätsel hier habe ich jetzt mal nicht kapiert. Vielleicht brauche ich dazu noch irgendwas, damit ich da reinkomme. Wenn ich nur wüsste, was. Oh! Hallo! Sichere den Bereich und lass dich wissen, wenn es sicher ist, reinzugehen. Macht einen Abgang! Oh, hinter mir ist auch einer. Der fällt mir erst jetzt auf. Ja, aber ich treffe auch nichts. So, vier noch übrig. Ohohohoho. So, zwei noch. Ja, sollte kein Problem sein. Und der letzte. Und den machen wir mal so. Mach's gut. Und tschüss. Früher oder später verlierst du. Du hast keine Da sind Milizkräfte überall um den Uhrenturm, Jim. Im Batmobil bist du geschützt. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet sicher ist. Ich sitze doch hier nicht rum, während du die Bastarde erledigst. Doch, tust du, Jim. Barbara würde nicht wollen, dass du dich umbringen lässt. Ich melde mich, sobald ich fertig bin. Aber sofort. Okay, und das hier sieht mir irgendwie nochmal nach einem Riddler-Rätsel aus. Okay, da ist eine Winde mittendrin. Das versuchen wir doch gleich mal. Upsala. Nein, 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 nein. Lass los. Zurück ins Batmobil. Das war die falsche Taste. So, was macht das jetzt? Gar nichts, oder? Keine Ahnung, was hier gerade der Plan dahinter ist. Oh Mann, diese bescheuerten Riddler-Rätsel wieder. Die gehen mir jetzt schon wieder mal auf den Sack. Scheiße. Muss ich vielleicht den Generator da oben irgendwie weghauen? Dann ballern wir ihn einfach mal weg, oder? Nee, der lässt sich nicht weghauen. Ach, scheiß drauf. Bin ich eigentlich schon beim Wurmturm, oder? Ja, ich muss da hoch. Alles cool. Nein, ihr schafft das sicherlich nicht. Ich sollte erst die Miliztruppen auf dem Dach des Uhrenturms ausschalten, bevor ich hineingehe. Ach, da unten sind die. Er ist allein, kein Problem für uns. Ja, ein Typ, der gerade einen ganzen Panther so vernichtet hat. Ganz ruhig. Ich dachte, die wären drin. Sind zurück zur Basis. Glaubst du nicht, wir hätten es schon gehört, wenn Batman erledigt wäre? Es ist übel. Sehe 1, 2, 3, 4, 5. 6. Okay. Bist du schon mal dem Boss begegnet? Dem Scarecrow? Nur einmal. Hat mir mehr als gereicht. Ist er
so durchgeknallt, wie man sagt? Der Typ hat Probleme. Ernste Probleme. Versuchen wir den Typen mal einfach ganz DLC wegzumachen. Oh shit. Ah, ich hätte jetzt gerade vorgehabt, den Typen hier. Wo ist er denn? Da hinten der. Aber jetzt kommt gerade der andere hier um die Ecke. Wo ist denn der jetzt hin? Da war doch gerade noch ein dritter irgendwo. Ach, da ist er. Die haben aber, schätze ich mal, auch alle Knarren, oder? Ja, natürlich. Was denn sonst? Ich sagte, er wird nicht auftauchen. 50 Mäuse, dass er da oben ist und uns beobachtet. Unmöglich, wir hätten ihn gesehen. Die Wette hast du gewonnen. Ach, was soll's? Weg damit! Au, 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 au. Weg, 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 weg. Ja, ich will nach oben, da hast du vollkommen recht. Und jetzt bin ich weg. Oh, what the heck, wo bin ich denn jetzt? Oh, jetzt bin ich im Gebäude? Oh Mann. Oh, oh, hier stehe ich nicht gut. Und überhaupt war die Aktion auch ein bisschen bescheuert, muss ich sagen. Ach, wenn Batman jetzt einfach mal Granaten einsetzen würde, einfach mal da rein und alle sind weg. Moment mal, belebt der eine Typ den anderen wieder? Tatsache. Oh, scheiße. Wie können die wiederbeleben? Also muss ich zuerst mal den Typen in Weiß wegmachen, ansonsten belebt er alle anderen wieder. Weiter so, Sani. Halt sie auf den Füßen. Du bringst niemanden um, Batman. Sehr schön. Aber sei nicht überrascht, wenn sie wieder aufstehen. Ja, ich will irgendwie da und das Gitter. Ich weiß aber nicht so recht, wie ich da reinkommen soll. Vielleicht ist es auch einfach von dieser Seite die Sache anzugehen auch ein bisschen dämlich. Nein, Batman, wo hockst du denn? Ah, komm schon, jetzt hockt er sich unbedingt auf das bescheuerte Geländer, wo er nicht runterkommt. Dann natürlich sehen die mich. Das war doch Beschiss. Ach, haltet die Klappe. Ihr gebt mir momentan sowas von auf den Sack. Du kletter hoch, bevor sich der umdreht. So, mal einer weniger. Das war zwar nicht der Sunny, aber... ist ja auch egal. Oh wow, jetzt kommt einer hoch. Ja, komm her. Komm schnell her. So, zwei weniger. Oh sch. Ah, jetzt ist der Sunny zumindest mal weg. Oh oh. Und tschüss. Aber das war eigentlich ganz gut. Wow, wow, hä? Und der wird sich doch sicherlich gleich umdrehen, denn da kommt er nicht rein. So, noch einer weg. Was kriegt der da oben gar nicht mit? Nee, nee. So, jetzt noch die beiden.
Nein, tut ihr nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. Was? Noch einer? Sieht aus. Wow. Zum Glück sieht ihr mich nicht. Ach, den verprügel mir einfach mal. So, gut. Endlich mal erledigt die Sache. Treff mich im Uhrenturm. Ich bin beeindruckt. Doch deine Tricks werden sehr schnell als Batman. Untersuche den Uhrenturm. Okay, jetzt können wir endlich mal rein. Gott sei Dank, ey. So, ich würde auch sagen, was genau wir da drin jetzt finden, das sehen wir dann in der nächsten Episode von Batman Arkham Knight. Und bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.